RE6 Bochum Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, es ist 12.19 Uhr. Fahren Sie diesen Regionalexpress zwischen Bochum Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof. Fahren werden wir die BR146.2 von der Deutschen Bahn 359,6 Tonnen schwer, 6 Wagen und 151,2 Meter lang auf der Strecke Bochum-Duisburg. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Simulator 3D Danish Speeders. So, öffnen. Lichter ein. AFB, AFB, AFB. So. So, sind wir auch soweit? Sind wir eigentlich soweit? Dann schaut euch doch mal dieses wunderbare Viehpferd an. Das Deutschland-Ticket. Ach geil. Und mal ein schickes Foto. Und da müssen wir gleich noch die Spitzensignale einstellen. Fällt mir gerade auf. Aufstehen hier. Ja, müssen wir natürlich auch weiß machen. So, ich kann uns wieder hinsetzen. Hier mal die Tür verriegeln. Dann sehen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Dann können wir losfahren. Lösen die Bremse. Und dann geht's aufwärts. Jetzt weiß ich. Ist da halt Wattenscheid. Uns befreien. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung für das 49-Euro-Ticket. Nach Deutschland-Ticket genannt. Auch ein bisschen ausschalten, würde ich sagen. Ist ja befreit. Irgendwie SIFA. Schon 160. Unser Auftrag lautet heute Wattenscheid und Essen. Natürlich fahren wir mit unserem 49-Euro-Ticket quer durchs Ruhrgebiet. Sehr, sehr nice. Mit dem 49-Euro-Ticket quer durchs Ruhrgebiet. Monatlich 49 Euro deutschlandweit. Deutschland-Ticket jetzt auf www.ssb.de. DB Hagen Güterbahnhof. Geil, richtig geil. Sieht schon stark aus. 146-258-3. Aber mir fällt ja noch was auf, was mir gar nicht gefällt. Das müssen wir mal schnell ändern, oder? Mann, warum?
Sony OS sagst du. Wir sollten. Wattenscheid ist in unmittelbarer Nähe. Sind wir in Wattenscheid? Das mit dem Zugzielanzeiger ist leider nicht machbar. Aber ja, so ist das halt. Na, guck mal, da steht's. Auf den Dostus steht's. Folgezüge sind dann noch der RE11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof und der RE1 nach Aachen Hauptbahnhof. Wir fahren noch über Essen Hauptbahnhof, Mülheim Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Bonn Flughafen. Moment mal. Ist das hier auch? Hören wir das in Deutsch? Ja, dann machen wir es so. Müsste das jetzt auch gleich an den Dosten stehen? Wenn wir die Türen geschlossen haben, schauen wir mal nach. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, schade. Wird kein Hauptbahnhof dran stehen. Zug fährt ein. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteig. Bestätigen kann ich das auch nicht, ne? So, wir fahren weiter. Nächstes Ziel, Essen Hauptbahnhof. Jetzt steht's, ich habe es bestätigt. Jetzt steht Köln beim Flughafen drauf. Ja, sehr schön. Richtig, perfekt. Man muss das halt gedrückt halten, dann funktioniert's. Richtig nice, richtig nice. Seht, das ist unser Ziel oder das Ziel des Zuges, Köln-Bonn Flughafen. Sehr, sehr nice.
So ein etwas kleineres, kürzeres Szenario, aber ich finde, das muss auch mal sein. Dafür ist die Lokomotive schöner. So, 140. So, kurz vor Essen haben wir dann 100. Fahren übrigens noch weiter bis nach Mülheim. Duisburg kommt wahrscheinlich auch noch. Ja, Duisburg kommt auch noch. Gehen wir mal auf 100. So, dann wären wir in Essen. Pünktlich sogar. Und der Bar. Da steht Mülheim Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen, Köln-Bonn Flughafen, Düsseldorf Hauptbahnhof kommt wahrscheinlich auch noch. Und das ist auf jeden Fall Essen. Glaube ich, hinlänglich bekannt. IC2408 Essen Hauptbahnhof, RE2 Osnabrück, der ja auch gleich um 12:39 einfährt. So, das ist der RE6 nach Minden über Wattenscheid, Bochum, Dortmund. Eine Minute Verspätung. Der Gegenzug von uns. So, wir haben noch ein wenig Wartezeit bis 8:50 Uhr. Und sonst ist hier gerade nichts am Einfahren oder Ausfahren. Dort ist im Übrigen das Gleis Gleis C und hinten, beziehungsweise Gleis 7, Gleis 8, wo der RE14 immer abfährt. Da hinten fahren wir gleich dran vorbei. Der wunderbare Essener Hauptbahnhof. Sehr, sehr schön. Hier dort die Essener Innenstadt, beziehungsweise dort, ist es jetzt diese Seite oder andere Seite? Ich meine, die ist da. Riegel auf jeden Fall.
Wo ist denn die Bremse? Und dann geht's weiter. Nächster Halt. Wieder am Rohr. So, und dann links an dem Häuschen vorbei, da fährt der RE14 immer lang. Kommend aus Borken. Wo da jetzt die S-Bahn fährt. Wir entfernen uns aus Essen Richtung Mülheim. So, und so heiß wie bei uns ist es derzeit, wie es bei uns derzeit ist, diese Zeit, 9. September, ist es da in diesem Spiel nicht. Da ist es irgendwas mit 22 Grad, also völlig normal und völlig erträglich. Nicht so drückend und heiß, wie es zurzeit bei uns ist. Also wirklich, am 9. September wirklich atemberaubend, muss man wirklich sagen. Also Hammer. Ach, shit. Habe ich nicht aufgepasst. Habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Habe ich nicht gesehen. Ja, muss ja sein. Zwangsbremsung. Habe ich nicht gesehen, muss ich wirklich gestehen, habe ich nicht gesehen.
habe ich wirklich nicht gesehen. So, 100. Ach, passt doch noch. Hat ja alles wunderbar funktioniert. Pünktlich sind wir auch. Was will ich denn mehr? Was will ich denn mehr? Da alles funktioniert. So, Mülheim. Nichts los. Kein einziger Zug. So, wie soll. Meine Güte, wir sollen ankommen. Die S3 nach Oberhausen. 13:04 Uhr. Und die S1 über Mülheim, Stürum, Duisburg, Hauptbahnhof Duisburg. Und Solingen Hauptbahnhof ist Ziel. Wir haben natürlich weiterhin Köln Flughafen als Ziel. Wir gehen erstmal die Tür. Lösen die Bremse. Und auf geht's. Nächste Station, Duisburg Hauptbahnhof. Habe ich gerade in Mülheim eine leichte Vollbremsung hingelegt, aber es hat funktioniert auf dem Punkt. Das muss man auch erstmal schaffen. Beschleunigen. 130 zumindest. Für unsere letzten 7 Kilometer mit unserem RE6. Beim Flughafen. So, müssen wir gleich mal ein bisschen auf die Signale achten, damit mir das nicht nochmal passiert. So eine unnötige Zwangsbremsung.
Ah, da war auch eine sehr schön beklebte BR-101. So, 140. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich quittieren. Ja, nächste ist nämlich gelbes Vorsignal, da müssen wir auf jeden Fall quittieren. Und da müssen wir sowieso runter auf 185. Da. Zugbeeinflussung. Siva. Beeinflussung. So, was hätten wir soweit? Beeinflussung. Das hätten wir auch erledigt. Über in Duisburg. Auch nichts los. Weil den Duisburger Hauptbahnhof kenne ich mittlerweile auswendig. Also Wahnsinn, wie oft ich da schon war. So, der fährt noch weiter über Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hauptbahnhof Neuss. Und schließlich Köln-Bonn Flughafen. Aber für uns endet diese Fahrt hier. Der Düsseldorf Flughafen ist leider nicht verbaut in diesem Spiel, leider Gottes. Deswegen ist unsere Fahrt hier in diesem Bahnhof zu Ende. Mit dem 49-Euro-Ticket quer durch Deutschland. Verriegeln die Türe. Und dann war's das hier. So, wir haben eine genau eine halbe Stunde gebraucht für diese Fahrt von Bochum nach Duisburg. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn es bleibt gesund. Bleibt mir treu, habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dinge spielt das. Macht's gut.
Ciao, Servus und Tschüss.